das Wetten der Woche diesmal für die Soldatinnen und Soldaten. Russische Soldatinnen und Soldaten, ein guter Rat, desertiert. Schmeißt die Waffen in die Ecke und kommt rüber, kommt zu uns, kommt zur Demokratie, macht uns stark. Das ist die einzige Möglichkeit, damit eure Mama nicht weint. Wir haben ja früher immer schon auch zu den Amis gesagt, die nach Vietnam mussten in Stuttgart, desertiert, kommt zu euch, wir verschaffen euch Asyl, wir verschaffen euch einen sicheren Ausweg und wir haben die Jungs und Mädels, die aus der amerikanischen Armee, die haben wir heimlich nach Paris gebracht. Die leben heute noch. Und der russische Soldat, die russische Soldatin, die überleben will, der bleibt nichts anderes übrig, als zu desertieren. In Kriegszeiten, habe ich mitgekriegt, darf sie überhaupt kein Kabarett machen. Muss ja ganz, ganz vorsichtig sein. Das wird ja gleich sozusagen auf der Ebene von Olaf Scholz und Marietta Slomka bewertet, was man da heute macht. Ne? Aber ich sage mal Folgendes. Was die Friedensbewegung jetzt geleistet hat, da hat nicht das Verteidigungsministerium aufgerufen, sondern die Linken und die Pazifisten und so weiter, die haben sich auf die Seite der Menschen gestellt, die da unterdrückt werden, die sterben müssen, die in den Kellern hocken. Und wir wissen, von was wir reden. Raus aus den Kellern, weg mit den Waffen. Wir haben überall Waffen hingeliefert. Wer bei uns bezahlt hat, hat immer die ganzen Jahrzehnte lang Waffen gekriegt. Und dass der Daimler sozusagen ein großes Panzerwerk in Russland mitfinanziert und mittendrin ist, davon kann auch keine Rede sein jetzt. Darf nicht sein. Dürfen die jetzt weitermachen oder dürfen die nicht weitermachen? Am Krieg hängt vieles. Und momentan haben wir großen Schiss, dass sich der Konflikt noch ein bisschen erweitert. Was bleibt? Schlechte Träume. Schlechte Träume und ein bisschen Hoffnung, dass ein Rest übrig bleibt von Pazifismus und von Neutralität. Die Waffen nieder.